Servus Christi und herzlich willkommen im Direwolf 20 Pack mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, was ich für Blödsinn mache. Und ja, ich baue gerade große Filter, weil die brauche ich jetzt ganz dringend. So, das geht ja Gott sei Dank recht zügig. So, gleich mal das nächste rein hier. Und gleich nochmal, ich brauche 4 Stück davon. Warum, das sehen wir gleich. Ich habe ja schon mal angefangen umzubauen. Und ja, natürlich noch lange nicht fertig. Und ich bin gerade dabei, die Quarry wieder einzurichten. Also, wo verschwinden das Zeug da alles hin? Ah, zählt's noch nicht. Okay. Ah, gut, die brauche ich. Ich habe es auch gerade festgestellt, mit den kleinen komme ich nicht weit. Ach so, habe ich schon gezeigt, oben. Doch, ich glaube schon, ja, soweit war beim letzten Mal schon. Alles weg, alles hübsch. Und ich habe unten angefangen, genau, ein bisschen was zu machen. Also ich habe das ME-System schon mal runtergezogen. Habe hier hinten einen Wartungsgang gebastelt, der ist relativ groß, aber ich brauche Platz, ich muss mich bewegen können. Genau, und da geht hier zum Beispiel, der Strom kommt von oben und hier kommen die Item-Conduits, die in den Storage-Drawer reingehen, also in den Controller. Da hängt das ME-System auch dran. Und genau, ich habe hier einfach mal so einen Wartungsgang. Gut, das da, ja, ich bleibe hier immer hängen. Das da hinten ist jetzt, da waren glaube ich Ressourcen. Kennst mich ja, ne? Und dann ist hier das Quarry-Setup. Coole Geschichte. Allerdings, ja, ein bisschen schwierig momentan. Also was habe ich denn gemacht? Ich habe hier die Ender-Chest, die ist natürlich unser manueller Haupteingang ins System. Also sprich, wenn ich irgendwo unterwegs bin über meine Enderbag, möchte ich das Zeug da reinschmeißen können. Und es soll verarbeitet bzw. einfach nur verteilt werden. Und genau da ist das Problem momentan ein bisschen. Ich habe festgestellt, ich komme mit den kleinen Filtern nicht zurecht. Also, machen wir es anders. Da geht's auf braun. Ah, das ist schon echt schwierig. Fangen wir vorne an. Ich will eigentlich, jetzt bin ich echt am überlegen. Nee, fang doch hinten an. Und ich glaube, ich muss das noch eins runterlegen, da im Boden rein, weil das nervt. So, du sollst extrahieren. Achso, ich muss vielleicht das für die großen Filter fertig bauen, ich hält. Wahnsinn. Ja. Filter. Den da. Hopp. Eins. Drei, vier. Genau, passt doch. So, dann können wir die erstmal wieder ins System stopfen. Mit denen komme ich nicht weit. Seid jetzt ihr auch noch konfiguriert oder was? Ach, das sehe ich wieder nur in der Maschine. Moment, pass auf. Filter. Ja, komm, raus mit dem Zeug. Machen auf Whitelist. So. Ja, sonst kann ich die ja nicht stacken, ne? Und das ist ja auch wieder blöd. Du bist konfiguriert, du nicht, ne? Das ist halt genau das. So. Ja, ich weiß, ich bin wie immer bestens vorbereitet. Kennt man ja schon. Du bist doch aber hier. Moment. Machen wir es so. So. Na also, geht doch. Okay, also. Wir pumpen von unserem Dimensional Transceiver hier auf grün das Zeug raus. Und auch von der Ender Chest auf grün. Machen wir ein Always Active, das verwirrt mich sonst. Und ich höre einen Enderman. Okay, egal. Wieso? Der ist gestorben. Hm? Tja. So, dann wollen wir hier den da wieder raustun. Dann tun wir den rein. So, jetzt wird es ganz spannend. Ich will hier extrahieren. Und zwar eigentlich will ich nicht extrahieren das da. Das da. Das da, das da, das ist nämlich einfacher, glaube ich. Gleiches Spielchen hier drüben. Tun wir den mal raus. Nein, wir tun den raus, habe ich gesagt. Komm, stell ihn jetzt an.
und tun hier den großen rein. Blacklisten jenes, welches wir nicht verarbeiten wollen, beziehungsweise verarbeiten wollen, was wir verarbeiten wollen, das muss hier rein. Okay, pass auf, Filter leeren. Da hinten extrahieren wir auch mit dem Filter. Und zwar diesmal Whitelist, alles das, was die Segmel kriegen soll. Ich weiß, es ist noch nicht genug. Und das gleiche hier. Ich habe noch nicht alle Ohrs da, die ich brauche. Das ist jetzt gerade noch ein Problem. Das kriegen wir aber gelöst. Indem wir nämlich jetzt einfach sagen, du bist aktiv mit Signal. Du bist aktiv mit Signal. Also sprich, die machen gerade nichts. Du bist bitte auch aktiv mit Signal. Und du bist bitte auch aktiv mit Signal erstmal. So, es kommt das Zeug in die Kisten rein. Da müssen wir dann auch schauen. Da müssen wir nämlich dann auch was extrahieren. Zum Beispiel Sulfur. Das ist was, was die Maschine unten, also die hier, das Smelter nicht verarbeiten kann. Okay, jetzt müssen wir das nochmal kurz checken. Da ist None, das heißt, da zieht er nicht. Upsi. Und da ist auch None, sprich, er zieht auch nicht. Sehr schön. Ach, das ist vielleicht ein Geschiss. Aber dann haben wir das wunderbar. Wenn es richtig funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann ist schlecht. So, jetzt lassen wir mal die Quarry wieder anlaufen. Ja, auch das ist momentan durch den Umbau alles ein bisschen nervig gerade, dass man das hin und her laufen muss, aber egal. So, wir warten, dass es hier plump reinkommt. Ich habe gesagt, der soll es verteilen. Der soll hier eigentlich ein Round Robin machen beim Extrahieren. Genau, der extrahiert auf grün und verteilt auf grün. Sprich, er verteilt es in die zwei Kisten rein, damit die zwei Maschinen immer ungefähr gleich belastet sind. Das ist die Idee dahinter. So, ich brauche mehr Ohrs. Da müssen wir so ein bisschen warten. Weil ich glaube, wenn ich auf die Ohrs mache, dann ist es einfacher. Ich brauche halt noch ein Goldohr. Hallo, Goldohr. Coal Powder. Wieso habe ich da Coal Powder drin? Torches. Kohle. Ja, und der ganze andere Quatsch, der soll halt einfach erstmal da drin auftauchen, ne? Cool. Ja, schaut sonst hier noch ziemlich traurig aus alles. Ich denke, wenn das da hinten mal läuft, schon mal gucken, was uns denn so ME-mäßig demnächst erwarten wird. Da brauchen wir dann den ME-Controller. Das ist Refined Storage. Extreme Reactors. Wo ist er denn? Da ist er. Das ist aber geschisselt. Applied Energy Sticks. Und da brauchen wir. Wo ist das denn? La la la. Ich bin blind. Eindeutig bin ich gerade blind. Das gibt's nicht, oder? Dam 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 dam. Chest Interface. Crafting CPUs. Das sind die Crafting-Geschichten. Das ist doch alles nix. Hä? Weiß ich gerade nicht. Ich finde ihn gerade nicht. MEC Controller. Da ist er. Den Körper fast bauen hätte ich gemeint. Skystone Blocks. Wo sind denn die? Eieiei, okay, ich muss mal gucken. So, hat sich jetzt schon was gesammelt. Tinohr, Haben wir schon Gold irgendwo? Gold? Nein, aber Lead ist aufgetaucht. Silber. Zinn. Ah Gott, ich bräuchte halt noch ein Gold. Da kommt der Redstone rein. Also sind wir aber schon auf der richtigen Ebene unterwegs gerade.
kommt der Redstone rein, wie blöd, aber es kommt kein Gold. Wir laufen hier die Kisten zu, bevor ich das Zeug habe, was ich brauche. Stone Torch. Ich glaube, wir graben gerade, wo ich schon unterwegs war. Ja, wir müssen jetzt da ein bisschen warten, leider. Leider. Derweil kann ich aber schnell gucken. Wo ist denn eigentlich mein Skystone? Ich habe doch Skystone mitgebracht gehabt. Da auch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Nee, da ist alles drin, nur kein... Da ist auch noch ein großer Filter. Okay. Wurscht. Sky... Ah, okay. Das ist was anderes. ME-Kontrolle. Wir fangen jetzt schon mal an zu bauen ein bisschen, ne? Während das Ding da hinten läuft, sonst wird es ja arg so fad. Skystone Block ist das. Alles klar. Halt. Und wie mache ich den? Ach, Skystone brennen. Na, merci, Kaube. Alles klar, machen wir doch. Skystone. Wir nehmen mal 12 Stück. Dann können wir erstmal 3 Controller bauen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Das heißt, wir können die Quarry auch wieder ausschalten. Gut. Ja, und der Rest, der verschwindet halt erstmal im System, so gesehen. Ausschalten. Nichtsdestotrotz gehe ich aber trotzdem her, zu dir vielleicht. Sag mal bitte wieder Furnace Only. Brenn mal das Zeug mal durch. Nehmen wir dann gleich mit runter. Das dauert ja nicht so lang, weil wir da noch Tactic drinnen haben. Das ist ganz praktisch. Das ist schon mal Vorbereitung, ne? Da werden wir heute noch nicht dazukommen. Ich glaube, ich bin noch damit beschäftigt, die Quarry einzurichten die ganze Zeit. Aber das muss erstmal sauber laufen. Aber das wird schon. So, das könnte ich eigentlich mal da reinstopfen hier. Stopft euch auch. Crafting Bench. Ist nie verkehrt. Wenn wir eine dazu haben. So. Ein Gold haben wir noch nicht. Nickel haben wir, glaube ich, noch nicht. Lead haben wir noch nicht. Bauxit haben wir. Silber. Zinn haben wir, glaube ich, noch nicht. Kupfer. Iron haben wir. Auf jeden Fall. Iron, Silber, Kupfer, Bauxit. Zinn, Lead, Nickel, Gold. Wir haben echt nur so wenig Dinger da, das ist verrückt, ne? Gibt's da nicht mehr? So, da haben wir auch noch welche. Hier. Und da das gleiche. Damit sollte es gut gehen. Schmeißen wir es mal da rein. Da hat sich ein Haufen Plump gesammelt. Hier auch. Und der Rest sollte eigentlich für immer und ewig im Dings verschwinden. Ich schalte jetzt mal hier an. Und schalt da an. Das gleiche mache ich jetzt da hinten. Angeschalten. Angeschalten. So. Jetzt sollten die das Laufen anfangen. Die laufen noch langsam, ne? Die haben noch keine Kapazitoren drin. Capacitors, so rum. Aber wird schon. Und der Rest wandert ab in die Kiste. Cool. Vielleicht sollten wir dann irgendwann noch ein Upgrade reinjagen. Vielleicht sollten wir Max noch irgendwann ein Upgrade reinjagen, genau. So, Goldpowder geht, Cobblestone geht, Nickel geht, kann er auch und das kann er auch. Jetzt müssen wir dann echt nur schauen, ob uns dann irgendwo irgendwelche Ores übrig bleiben, die da drinnen sind, hier drin dann. Und das sehen wir am einfachsten, wenn wir hier Ohr sagen. Die Ohrs dürfen rein.
Die dürfen rein. Die sind erlaubt. Genau. Ja, supi. Haben wir doch das am Laufen. Ich habe da hier auch noch so eine lustige Kiste, wo dann auch noch so ein Scheiß drin ist. Entschuldigung, aber ist doch wahr. Yellowrite. Yellowrite. Was mache ich denn mit Yellowrite? Yellowrite Ohr. Ich sehe es mal wieder nicht. Habe ich es falsch geschrieben? Nee. Yellowrite. So, jetzt. Dich kann ich schmelzen. Und furnissen. Und crushen kann ich dich auch, okay? Und wenn ich es gecrushed habe, kann ich es schmelzen. Das heißt, das Yellowrite könnte ich durch die Maschinen jagen. Vielleicht drei Stück davon hier rumliegen. Ist nicht die Welt. Ja, und das hier könnte man theoretisch auch, aber das wollen wir gar nicht. So, jetzt nehmen wir mal das mit und das mit. Yellowrite jagen wir durch die Kisten. Genau, das machen wir. Und den Rest weiß ich noch nicht. Haben wir da noch irgendwas, was wir brauchen? Gerade unten? Nein, schaut nicht so aus. Upsi. Und hier? Auch nicht. Vorher war übrigens ein Zombie hier drin. Ich weiß nicht wieso, wo der herkam und der hat meinen Villager gehauen. Ah. Armer Villager. Schaut gut aus. Schaut gut aus. So, schau, ob wir hier schon Yellowrite drinnen haben, aus Versehen. Nee. Ja, keine Ahnung. Drei Stück, das ist schon wenig eigentlich. Aber wenn die Maschinen das verkraften und mir was Vernünftiges draus machen, dann machen wir das jetzt so. Oh. Lässt du mich da drüber, bitte? Danke. Dann machen wir das nämlich jetzt so. Gut. Yellowrite können wir später brauchen. Das kann man irgendwann immer brauchen. So ist es ja nicht. Jetzt bin ich gespannt, was er nicht verarbeitet sollte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile da drin. Ja gut, ich meine, verarbeitet er jetzt langsam gemütlich vor sich hin. Irgendwann muss ich mal gucken, dass nicht irgendwas da ist, was die Maschinen verstopft. Gold Powder ist zum Beispiel nicht der Fall. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ist, der kann hier Flint auf die Seite reinstopfen. Ne? Das heißt, die Maschinen halten sich voll mit Flint, solange wir zumindest eins da haben. Weil der Controller, der da oben dran hängt, nicht der Controller, der Item Conduit, der oben, der darf Flint hier rausziehen automatisch und verteilt es hier wunderschön auf die beiden Segmills. Warum auch nicht, ne? Okay, so, was? Ich wollte diesen ME... Oh, nee, da doch nicht. Mein Gott, was mache ich eigentlich? ME Controller bauen? Damit wir den schon mal haben. Nein, ich wollte ihn nicht bauen, weil wir keinen Fluix haben. Ach, das müssen wir alles wieder aufbauen. Ah. Wie unangenehm. Accelerators hier. Und das sind die alten Generatoren, die brauche ich gerade auch nicht. Hm. Cables. Habe ich hier, alles klar. Wollen wir das auch da hinten machen? Oder wollen wir das irgendwann beobachten? Tja, gute Frage, gell? Was machen wir eigentlich hier noch? Da müssen wir die Wand wieder zumachen. Wahrscheinlich, doch, müssen wir. Ja, schwierig, schwierig. Ich meine, wir können die daher bauen, erstmal zumindest. Machen wir es mal so. Ah ne, das ist Blödsinn. Dann packen wir hier einen Accelerator rein und da ein Accelerator. Und dann machen wir es erst einmal so. So, die haben Strom. Sollen es aber jetzt eigentlich gar nicht haben.
blöd, blöd. Pass auf. Kann ich die eigentlich hier mit denen abbauen? Nein, kann ich nicht. Warum eigentlich nicht? Ich möchte aber was, was jetzt nicht ganz so wild ist wie mein Drill. Danke. Müssen wir anders machen. Das ist blöd so. Da gibt es doch ein... Ah, warte mal. Ein Redstone-Kabel. So bei den Cables. Cable, Cable, Cable. ME Fluix. Da gab es mal eins, das konnte man abschalten. Das sind aber nur die ganz normalen. Das ist ein Anker. Du bist von ganz woanders. Ich weiß es gerade nicht, wo das ist. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Man hat sich das wieder versteckt. Da gab es eine Möglichkeit. Da gab es eine Möglichkeit. Ich hoffe, die gibt es jetzt immer noch. Ein Toggle-Bus hat der geheißen. Genau, Toggle-Bus. Wie baue ich dich denn? Relativ easy. Und gebaut. Und dann brauche ich bitte noch einen Lever. Und dann ist die Sache schon wieder fast gut. Das ist kein Lever. Ich habe keinen mehr. Gibt's nicht, oder? Sag bloß, ich habe keine Sticks. Ich habe keine Sticks. Wow. Wood. Wood haben wir doch. Bauen wir das trotzdem da hinten. Ich brauche noch Wasser. Ich hab Eimer. Gut so. Da habe ich kein Wasser drin. Hätte sein können. Man weiß es ja immer nicht. Na schön, langsam kommen wir wieder ins Laufen. Sehr schön, sehr schön. Halt, Wasser. Drops. Wasser. Ja, wenn wir das da hinten verstecken. Boah, macht eigentlich nichts, gell? Kann man schon machen. Kann man schon machen. Jetzt pass auf, jetzt ziehen wir. Ja, es ist zwar jetzt nicht so hübsch. Sonst muss ich den Toggle-Bus. Ne, den muss ich aufs Kabel setzen, oder? Wie war denn das gleich wieder? Ich muss jetzt mal da so eine Wrench von Dings bauen. So, jetzt passt auf, jetzt setzen wir hier. Ach so, das ist ja noch blöd, was ich hier gerade mache. Trotzdem setzen wir hier den Toggle-Bus rein. Nee. Du läufst immer noch, ne? Genau. Wie geht denn der jetzt wieder? Mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Mit Shift. Ach, den muss man so reinsetzen. Okay. So. Du hast jetzt keinen Strom. Das ist schön. Allerdings. Tja. Bei das andere alles nah dran. So. Dann kommst du. Ja, klar. Dann kommst du bitte dahin. Dich hauen wir nochmal raus da. Er ist direkt an die Tür. Ja, hilft es gerade nichts. Egal. Dahin. Einmal Wasser. Toggle-Bus ist dran. Das heißt, wir gehen hier so rauf, oder? Weil da werden wir hingehen. Ja, haben wir das große Kreuz. Das ist ein Kreuz mit dem großen Kreuz. Das gefällt mir eigentlich auch nicht, weil das. Da kann man ja nichts mehr reinschmeißen. So, und du bist jetzt offline, weil. Du brauchst Signal, ne? Tja, es ist die Frage, wie. Wo muss ich jetzt den Lever hin tun? Da? Ja, sehr gut. Die weiß online, das heißt, die da unten brutzeln. Die weiß offline. Gut, gut. So, was brauche ich eigentlich? Ich brauche diesen Flux. Nein, nicht Flux. Fluix. Crystal. Das war. Fluix, Dust und Sand. Alles klar. Fluix Dust ist aus dem Fluix Crystal. Was? Ah ja, Charged Certus, Nether und Redstone. Alles klar.
Charge Certus, mal 3 Stück. Nether Quartz, immer auch 3 Stück wollte ich nur. Und Sand war das, ne? Ja, da brauche ich nicht nach End und schon gar nicht West. End, na Quatsch. End. Hallo? Ja, bin ich jetzt deppert? Jetzt das. Das war's doch, oder? Fluix. Fluix, der da, ne? Fluix, Crystal, Netherquarz, Certus, Redstone. Ach, Redstone Dust, nicht Sand. Netherquarz und Redstone. Wie komme ich denn auf Sand? Wenn wir den nachher brauchen, glaube ich, oder? Redstone. 3 Stück. Das ist die Frage, ob man das hier noch einigermaßen gut reintroppen kann. Ja, geht. Gut. Und zup. So, du bist aus. Sie sind auch offline. Passt. So, jetzt dat. Jetzt geht's weiter. Fluix Crystals. Fluix Dust und Sand. Ach, da war jetzt der Sand. Genau. Das heißt, ich mache jetzt die hier erstmal. Schau mal, das läuft noch. Ja, dafür zu bearbeiten. Zinn, Nickel kann er verarbeiten. Gold kann er, Nickel. War ganz schön langsam, wenn die Capacitors nicht drin sind. Aber ist gut so, macht nichts. Das ist ja automatische Verarbeitung, ist das nicht so schlimm. So, hauen wir durch. Sand brauchen wir auch noch, da haben wir auch nicht mehr viel. Mal Sandfarming gehen oder basteln. Sand. 6 Stück. Und das reicht, oder? Ehrlich, ich bin gerade. Wo habe ich jetzt wieder. Wieso sind das da unten wieder verschwunden? Was soll denn das? Nein. Was mache ich eigentlich heute schon wieder? Fluix. Fluix, Dust und Sand. Okay. Fluix, Dust und Sand. Hammer. Der ist aber da nicht reingefallen. So, und jetzt Ding an und rennen lassen. Huch. Hallo, und der Rest? Was ist denn jetzt passiert? Das wollte ich jetzt auch nicht. Es sind mir die Sand hier entgegengehüpft und wo ist der Rest hin? Beschiss! Was soll denn das? Das war mein Magnetring, oder? Wo ist mein Fluix-Dust jetzt hin? Der war doch gerade noch. Muss ich das nochmal machen? Ey, so viel Charged-Gedöns habe ich auch nicht. Wo ist denn das jetzt? Das ist einfach. Nee, kann das sein, dass der in meinen Rucksack rein ist? Ja, Gott sei Dank. Ach, da habe ich auch noch Blödsinn drin. Komm. Schmeiß was da rein. Und da muss es ja genauso gut funktionieren. Von da aus funktioniert das natürlich schlechter, weil da ist das Ding nicht drin. Achso, doch, nee, passt schon. Wir gehen dann da rein und dann verschwinden sie. Nee, passt schon. Ja, das ist jetzt. Mein Gott. Und das habe ich mal vor lauter Schreck meinen Eimer Wasser weggeschmissen. Ich hält. Ihr seht's schon. Man hat's nicht leicht im Leben, aber leicht hat's einen, ne? Ich glaube, die kriegt sich heute noch hin, die Dinger. Dass wir dann das nächste Mal wenigstens mal schon langsam anfangen können, hier vernünftige Sachen zu machen. Sa
Sand und Flux, das ist doch aber, kann nicht sein, oder? Fluix-Kristall. Fluix-Dust und Sand. Hm. Fluix-Dust und Sand. Ah, ich depp. Alles klar. Mann, Mann, Mann. Entschuldigung. Ich bin das so ein Hirsch manchmal. Ehrlich, so ein Hirsch. Fluix, Dust und Sand. Jetzt dat. Mann. So, und dich jetzt da rein. Und damit schneller geht Strom an. Device offline. Und Magnet aus. Die sind natürlich noch nicht gewachsen. Wie auch. So. Device ist online. Da kannst du richtig zugucken. Mit zwei Stück schon, wie die laufen. Wie blöd ist, glaubst du, was wenn da vier sind? Ist es ja on demand. Schau, wie schön das ist. Jetzt mal ganz kurz Interesse halber. Magnetring wieder rein. Schon 7%. In der kurzen Zeit. Okay, also ich lasse die hier mal vor sich hin brutzeln. Und dann fangen wir in der nächsten Folge dann richtig an, hier ME-System aufzubauen, Autocrafting aufzubauen, richtig tolle Sachen machen, nachdem es die Quarry hier auch einigermaßen läuft. Und wir dann oben noch ein paar Maschinen ans Autocrafting-System anschließen werden. Oder nein, wir bauen die nochmal neu. Also die hier sind nicht Autocrafting, ne? Das ist reines automatisches Ore-Processing aus der Quarry raus. Was ich relativ cool finde, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn auch noch langsam, aber es funktioniert. Also ich lasse es jetzt mal durchlaufen, dann gucken wir mal, ob unsere Quarry noch irgendwelche anderen Ores raushaut, die wir vielleicht doch gleich da durchjagen wollen, aber ich glaube nicht. Ja. Die Resonating. Schauen wir noch schnell und dann muss ich Schluss machen. Die Resonating. Also irgendwie trollt mich das Ding heute gerade ein bisschen. Ich habe nicht auf E gedrückt. Echt nicht. Ich habe auf rechte Maustaste gedrückt gehabt. Das ist Redstone. So steht denn eigentlich wieder Ohr. Reso. Reso. So, Reso. Was mache ich mit dir? Ich kann ein Deep Resonance Buch bauen. Ja, das sollte man vielleicht mal irgendwann tun, bevor wir mit dem Zeug anfangen. Und ansonsten mache ich mit dir nix. Ich kann die schmelzen. Zu Resonating Blades, okay. Deep Resonance Smelter. Tank below between lava. Ah ja, okay. Ich glaube, da müssen wir mal, weiß nicht, ob man mit Deep Resonating so schnell anfange. Das ist sicher eine ganz coole Dingsgeschichte, wie man ganz cool ganz viel Energie machen kann. Allerdings ist das ein ganz schön aufwendiges Gedöns. Allerdings, wenn uns da das ME-System dabei unterstützt, könnten wir uns mal dran wagen. Genau. Ja, werden wir sehen. Ich werde es erst einmal Schluss machen für heute. Ich hoffe, es hat dir langsam. Also, ich werde es Schluss machen für heute. Ich hoffe, es hat dir getaugt. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen freuen. Über ein Abo, falls noch nicht passiert ist. Gerne auch mal weiterempfehlen, wenn du meinst, du kennst jemanden, der den Quatsch auch sehen will, den ich so fabriziere. Und ja, ansonsten hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und Servus.